wieso Männer tun, was sie tun. Seht euch das nur an. Steve Harvey, der Verräter. Hey, guck, Muttersöhnchen, Kapitel 7. Das bist du. Ich bin kein Muttersöhnchen. Jay, bin ich doch nicht, oder? Nee. Pass auf, Männer respektieren Frauen mit Ansprüchen. Haben sie sie. Also mir ist es lieber, wenn meine Frauen keine Ansprüche haben. Das ist krank. Das ist Gehirnwäsche, nichts anderes. Sie hat mich motiviert, an meine Träume zu glauben und hilft mir, dass ich meine Ziele erreiche. Warum sollte sie das tun? Scheiße, wenigstens hast du Sex gehabt. 90 Tage, das ist keine Probezeit, das ist ein Todesurteil. Na klar möchte ich ihre Kartoffeln probieren. Hey, Mike. Wie alt ist deine Mom? Was? Nein, so ist es nicht. Doch, es ist doch so. Erstmal stellst du meinen Teller weg und dann hörst du auf, meine Mutter anzubaggern. Sei nicht sauer auf mich. Ich will überhaupt nicht hier sein. Ihr seid diejenigen, die hier sein wollen. Ich will in den Stripclub. Hört auf damit, Mann. Ich habe einen Haufen Eindollarscheine und jemand wird sie bekommen. Mrs. Loretta, ich bin bereit für den Rest der Tour.